Willkommen zu einem Spezial hier vom Breitscheidplatz aus unserem Studio im Berliner Europa Center. Ich habe zwei Experten bei mir zum Thema Sicherheit. Der eine ist unseren Zuschauern von Potsdam TV natürlich bekannt, weil er ständig bei uns zu sehen ist, nämlich Holger Behrens, der Leiter von Kompetenzzentrum Internationale Sicherheit. Und Dirk Fleischer sitzt direkt neben mir, sie sind auch Sicherheitsexperte. Kann man einen derartigen Anschlag überhaupt verhindern? Weil das ist die Frage, die ganz oft jetzt auch von unseren Zuschauern gestellt wird. Ja, vielleicht. Möchtest du? Ich glaube, solche Anschläge sind nicht zu verhindern. Wir leben in einer offenen Gesellschaft. Jedermann hat Zugang zu allen Räumen. Wir haben ein öffentliches Personennahverkehrssystem. Wir pflegen intensives Veranstaltungsleben. Von daher sind das alles Tatgelegenheiten für einen potenziellen und motivierten Täter, die wir nicht sicher machen können. Wir müssen uns einfach an diesen Gedanken gewöhnen. An diesen Gedanken gewöhnen, das fällt natürlich schwer. Gerade wenn man noch in etwas friedlicheren Zeiten aufgewachsen ist, was uns ja noch gegönnt oder vergönnt war. Dennoch, man kann doch mit Sicherheit, Sicherheit, das ist ja Ihr Stichwort, mit Sicherheit irgendetwas vorsorglich schon machen oder vielleicht doch noch irgendwie das ein oder andere verhindern, wenn man sich auch zum Beispiel die Bilanz der Polizei anguckt, wie viele Anschläge verhindert worden sind, gerade in Deutschland, da gibt es doch mit Sicherheit Dinge, also die man vorher machen kann. Natürlich gibt es Prävention. Unsere Polizeibeamten, unsere Geheimdienste sind in der Aufklärung mit den Kollegen im internationalen Bereich. Das ist schon richtig. Aber ich muss Herrn Fleischer eigentlich recht geben. Wir können grundsätzlich Attentate nicht verhindern. Das geht nicht. Die Terroristen gehen mittlerweile auf die weichen Ziele. Das heißt, wie wir es ja jetzt leider Gottes erlebt haben hier auf dem City-Weihnachtsmarkt, man kann nur eine Entscheidung treffen, indem man sagt, wir machen überhaupt nichts mehr. Das ist das, was die Terroristen wollen. Oder aber wir bleiben freiheitlich und leben weiter und müssen dieses Risiko in Kauf nehmen. Wir brauchen viel mehr, aus meiner Sicht, Aufklärung der Bevölkerung. Wie verhalte ich mich in speziellen Fällen? Wir brauchen auch klare Worte der Politik aus meiner Sicht, indem der Bevölkerung wirklich vor Augen geführt wird, dass wir in unsicheren Zeiten leben. Manche reden sogar schon von Vorkriegszeiten, was ich für übertrieben halte. Aber wir müssen definitiv uns verhalten, lernen. Das ist aus meiner Sicht das, was im Moment maßgeblich ist. Herr Behrens, es gibt ja diesen alten Spruch, den wir alle gelernt haben, Angst ist ein schlechter Berater. Kann es nicht sein, dass Angst manchmal auch ein guter Berater ist? Das ist eine gute Frage. Natürlich, ich würde nicht Angst nennen, ich würde Vorsicht sagen. Also besser ist für mich ein besserer Begriff als Angst, vorsichtig sein. Herr Fleischer? Ich würde den Satz vielleicht anpassen. Um sicherer leben zu können, müssen wir uns an die Unsicherheit gewöhnen. Ich meine damit, wenn uns bewusst ist, dass wir Sicherheit nicht vollumfänglich herbeiführen können, müssen wir unser eigenes Verhalten danach ausrichten. Wir müssen Sicherheit neu organisieren. Wir müssen Sicherheit zwischen allen Akteuren vielleicht auch neu organisieren, zwischen den privaten und den staatlichen. Das Gefühl von Sicherheit würde dazu führen, dass wir unsere Aufmerksamkeit verlieren, dass wir unser Sicherheitsdenken nicht mehr weiterentwickeln. Deswegen kann durchaus das Gefühl von Unsicherheit, das uns in diesen Zeiten alle doch deutlich bewegt, dazu führen, dass wir eine Sicherheitskultur entwickeln, dass wir ein neues Sicherheitsverständnis begründen und damit dann letztendlich zur Sicherheit beitragen. Herr Behrens, Herr Fleischer, herzlichen Dank für den Besuch bei uns hier am Breitscheidplatz, direkt dem Ort, wo dieser fürchterliche Anschlag mit dem LKW gestern in Berlin passiert ist. Und damit gebe ich erstmal wieder von Berlin zurück nach Potsdam.